Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal am Hauptbahnhof von Chemnitz. Die Reise beginnt allerdings in Leipzig. Von dort fährt nämlich der RE6, ein Zug mit historischen Wagen bespannt mit einem Euroranner 20. Betrieben wird der Zug von der mitteldeutschen Regiobahn, aber frag mich nicht, von wem das eine Tochtergesellschaft ist. Der Zug besteht hauptsächlich aus Rabimmel-Rabammel-Rabomz-Wagen, Reisezugwagen mit 6er-Abteilen, wo man sogar die Fenster noch öffnen kann. Der Steuerwagen ist allerdings ein Halberstädter Mitteleinstiegssteuerwagen. Wir haben es uns allerdings in einem Abteilwagen gemütlich gemacht. Solche Türen gehören auch allmählich einer aussterbenden Rasse an. Leider war ich ein bisschen zu spät dran und konnte das Zufallen nicht mehr mit aufnehmen. Vielleicht klappt's ja bei einem Unterwegshalt.
Betriebshalt in Belgershain, außerplanmäßig, da der entgegenkommende RE etwas verspätet war. Normalerweise hätte diese Zugkreuzung zwischen Geithain und Nahrsdorf stattgefunden, da jener Abschnitt zweigleisig ausgebaut ist. Aber soweit sind wir noch nicht, erstmal geht's weiter. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Und da wären wir jetzt also in Chemnitz. Der Regionalexpress hat 6 Minuten Aufenthalt und dann geht's wieder zurück nach Leipzig. Das Schließen der Drehfalltüren nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, oder so. Von wem jetzt diese Dreiertracks war, konnte ich auf die Ferne leider nicht erkennen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kommentarbereich gerne entgegen.
Ja, in Chemnitz sieht man relativ selten einen Güterzug. Haben wir schon mal Glück gehabt. Der Chemnitzer Hauptbahnhof ist ein kombinierter Kopf- und Durchgangsbahnhof. Von Norden kommend enden hier 7 Gleise. Der Rest sind Durchgangsgleise. Der sachkundige Betrachter wird sich jetzt fragen, warum kommt die RB 81 aus Grünhainich in Borstendorf und nicht aus Olbernhau? Ganz einfach. Weil zwischen Grünhainich in Borstendorf und Olbernhau im Juli eine Baustelle war. Ja, wie ich schon sagte, kein Hauptbahnhof ohne Tatütata. Vorne im Signal leuchtet ein Geschwindigkeitsanzeiger mit dem Buchstaben Z. In diesem Zusammenhang könnte es bedeuten, dass es in Richtung Zwickau geht. Hier kommt wieder ein Desiro Classic der Erzgebirgsbahn. So wie es aussieht, allerdings ohne Fahrgäste. Und auch laut Fahrplan sollte hier auf Gleis 14 im Moment nichts passieren.
ein Citylink von Foslo. Diese werden auf den Linien C13, 14 und 15 eingesetzt. Es handelt sich um zwei Kraftfahrzeuge, hier mit Diesel unterwegs. Und dann wird es mal langsam Zeit für einen Überblick. Los geht's mit dem Regionalexpress 3, der von Hof nach Dresden fährt. Vorhin angereist sind wir ja mit dem Regionalexpress 6, der zwischen Chemnitz und Leipzig verkehrt. Parallel zum RE3 verkehrt die Regionalbahn 30, allerdings nur zwischen Zwickau und Dresden. Die RB45 fährt zwischen Chemnitz und Riesa, jeder zweite Zug nach Elsterwerda, das es leider nicht mehr auf diese Karte geschafft hat. Die Regionalbahn 80 macht einen Schlenker über Flöha und fährt dann rein ins Erzgebirge nach Annaberg-Buchholz, teils auch weiter nach Gransaal. Und dann noch die RB81, die ebenfalls über Flöha, aber nach Olbernhau fährt. Und dann haben wir noch die Linien der Citybahn. Die Linie 11 verbindet Chemnitz mit Stolberg. Die C13 verbindet Aue mit Burgstädt. Die C14 ist nicht nur eine Straße in Namibia, sondern eine Linie, die Thalheim und Mittweida verbindet. Zu guter Letzt die C16. Im Süden Chemnitz geht's los bis Hainichen. Aus Hof der RE3, bekanntlicherweise nach Dresden. Ein paar Züge habe ich rausgeschnitten, weil es eh immer die gleichen Baureihen sind. Den RE6 aus Leipzig nehmen wir aber natürlich nochmal mit. Dort hinten pirscht sich nochmal ein Desiro Classic heran. Erstmal bleibt er hier stehen.
Ab Juni 2024 werden auf dieser Linie übrigens batterieelektronische Coradia Continental eingesetzt. Die Fahrgäste wird's freuen und wir erfreuen uns jetzt eben noch an den bald historischen Aufnahmen. Ausfahrt mit 60 km/h, der Richtungsanzeiger F. Wahrscheinlich steht dieser für Flöha. Und jetzt kommt der Desiro, der sich da vorhin hinten angeschlichen hat. Nichts Besonderes, mag man meinen, allerdings hat dieser eine besondere Lackierung. Die zwei Züge werden zusammengekuppelt und gehen nachher gemeinsam auf die Reise. Hier nochmal das Design aus der Ferne. Der European Peace Ride ist ein Radrennen durch Osteuropa, das zur Zeit des Kalten Krieges etabliert wurde. Keine Ahnung, ob sich die Route im Laufe der Zeit geändert hat. Dieses Jahr ging es von Görlitz aus durch Polen, Tschechien und Sachsen nach Chemnitz. In der Bahnhofshalle gibt es überall solche Hochsitze, keine Ahnung, was es ist. Wenn von euch jemand was darüber weiß, freue ich mich natürlich über einen Kommentar. Na, da oben ist noch mal einer. Interessant finde ich hier auch die Bahnsteignummern, also diese Anzeigen. So wie es scheint, sind hier noch Bremsprobesignale integriert. Und daneben, na, da bin ich jetzt auch überfragt. Das Empfangsgebäude. Westlich davon verlaufen die Gleise der Citybahn. Somit müsste der Bahnhof eigentlich als Inselbahnhof bezeichnet werden. Oder was meint ihr? Langsam wird es Zeit für einen kleinen Ausflug. Und zwar nach Chemnitz-Küchwald. Da es an diesem Bahnhof nur einen einzigen Bahnsteig gibt, musste der Zug aufs Gegengleis fahren. Dort hinten wechselt er wieder aufs Regelgleis. Der Hauptbahnhof war ja mit KS-Signalen ausgestattet und hier haben wir jetzt endlich mal HL-Signale. Da wir uns in einem Bahnhof befinden, müsste das Signal eigentlich rechts vom Gleis stehen. Da es aber links steht, wurde rechts eine kleine Schachbretttafel aufgestellt. Meine Expertise in Bezug auf HL-Signale hält sich momentan noch etwas in Grenzen. Sicher ist, dass wir es hier mit einem HP0 zu tun haben, also Halt. Vorhin bei der Ankunft war ich ein bisschen zu langsam. Hier sehen wir jetzt also nur den gelben Lichtstreifen. Wahrscheinlich hat das Signal HL3B angezeigt. Das heißt, außer dem gelben Streifen hat wahrscheinlich dieses Licht gelb geleuchtet und dieses hier grün. Die Bedeutung wäre in diesem Fall dann Ausfahrt mit 60 km/h und später dann auf die Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Was mich an dieser Stelle auch mal wieder interessieren würde, für was ist eigentlich dieses Licht hier rechts unten? Wenn meine Infos stimmen, müsste dieses rot leuchten, aber in welchem Fall? Wie dem auch sei, die Schneepflüge müssen auf die Signale hier Rücksicht nehmen. Interessant sind hier auch die Befestigungen der Schienen an den Schwellen, Hüben und Trüben. Unterdessen im Hauptbahnhof. Interessant, dass man nur im vorderen Zugteil einsteigen durfte.
Da würde mich interessieren, warum das so ist. Gibt es auf der Strecke nach Annaberg-Buchholz vielleicht Bahnsteige, die zu kurz sind für zwei Einheiten? Vielleicht weiß das ja jemand. Apropos Annaberg, vor 25 Jahren war ich mal im Schönfelder Hof, nördlich von Annaberg-Buchholz. Ein Herr Krause oder so ähnlich hat das gemanagt. Auch die Küche, und da habe ich ein Rostbrätel gegessen mit Bratkartoffeln und Zweimal war ich dort auf Geschäftsreise und beim zweiten Mal habe ich blind bestellt, ohne in die Speisekarte zu schauen. Ja, wollte ich einfach mal erwähnt haben. Falls jemand den Herrn Krause oder so ähnlich noch kennen sollte, dann mal herzliche Grüße, das Rostbrätel war einfach spitze. Von einem Kollegen aus Thüringen habe ich mir mal ein Rezept geben lassen und ich muss sagen, war auch gut, aber das Rostbrätel im Schönfelder Hof war einfach legendär. Und dann wurde es langsam wieder Zeit, zurückzufahren. Die Anzeige von Gleis 11, legendär. Leider durften wir dann nicht weiter filmen. Der Sicherheitsdienst hat es uns untersagt, da es angeblich nicht erlaubt sei, in Bahnhöfen zu filmen. Zum Glück waren wir eh fertig und so ging es weiter nach Dresden. Tja, so kann's gehen. Aber wenigstens war der Sicherheitsdienst sehr freundlich und das ist in den heutigen Tagen auch sehr viel wert. Und mit diesen Bildern aus der Regionalbahn 30 darf ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.